Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute ausnahmsweise nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern wir sind zu Fuß unterwegs. Ja, ich wollte euch einfach zeigen, wie ich mich fit halte, wie ein bisschen was über meine Ernährung erzählen möchte und auf alle Fälle euch diese kleine Kreatur da vorstellen, möchte ich euch vorstellen. Bella, komm her, Mäuschen. Sitz. Ja, braves Mädchen. Ganz ein feines Mädchen. Wir gehen da oben auf den Hackelsberg. Vom Hackelsberg gibt es eine wunderschöne Aussicht auf den Neusiedlersee. Und während unserem Spaziergangs werde ich euch ein bisschen erzählen, wie es ist, also wie ich mich vorbereite auf diese 1000-Kilometer-Tour, weil nur auf Fahrrad zu steigen und zu hoffen und glauben, so jetzt schaffe ich das, bin ich fit genug, ja, nein, dafür muss man was tun. Im Leben von nichts kommt nichts, wissen wir ja eh. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich mich sehr viel bewege. Ich arbeite auch 8 Stunden am Tag, ja. Aber ich verbringe meine Pausen nicht irgendwo hinterm Schreibtisch sitzen, sondern ich integriere einfach die Bewegung in meinen Alltag. Jeden Tag, bevor ich in die Firma komme, mache ich erstmal eine Runde mit den Hunden. Das sind circa 3 Kilometer. Und in jeder Pause, die ich mache, integriere, gehe ich halt spazieren, ja. Also das heißt, wenn ich nach Hause komme, meine Mittagspause verbringe ich jetzt nur draußen. Ja. Denkt sich vielleicht da draußen ein oder anderer, was ist die denn, wenn sie die ganze Zeit geht? Also ich habe schon Zeit zum Essen, keine Angst, so ist es nicht. So, Essen. Ja, Bella, was hast du denn da? Hast du Mausi? Bella, Mausi, hast du Mausi? Ja, fein ist Pipi. Ja, sie ist Fahrradfahrer, sind eifrig schon unterwegs, ja. Ich habe mich heute entschlossen, dass ich halt nicht Fahrrad fahre, sondern dass ich zu Fuß gehe. Ja, so war viel los auf dem Berg, natürlich. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Berg. So, 1,79 Kilometer dabei gemacht, das ist okay. Es wird aber auf alle Fälle mehr. So, was werde ich euch einfach erzählen? Ich werde euch einfach erzählen, wie das alles bei mir angefangen hat mit dem Sport oder wieso ich das überhaupt gemacht habe oder mich ganz komplett zu verändern. Also nach der Geburt von Sebastian habe ich 110 Kilo gewogen. Ihr müsst es euch vorstellen, ich habe ja vor der Schwangerschaft habe ich 69 Kilo gewogen und auf einmal habe ich 110. Auf einmal ist ja nicht auf einmal, ja, ist ja nicht so, als ob ich dafür nicht was getan hätte. Ich sag so, immer 9 Monate hat es gedauert, um 50 Kilo zuzunehmen, 9 Jahre hat es gedauert, um 50 Kilo abzunehmen. Ja, aber nicht gleich nach der Geburt habe ich angefangen, mich gesund zu ernähren und Sport zu treiben, sondern im Jahr 2020, wie dieser Lockdown gekommen ist, da hatten wir alle sehr viel Zeit und ich habe meine Zeit einfach genutzt, indem ich angefangen habe, Sport zu treiben.
Und das mache ich schon seit 4 Jahren. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich am Anfang überhaupt nicht gesund ernährt. Ich habe zwar Sport gemacht und halt moderat. Und als ich dann die Intensität gesteigert habe, dass ich auch angefangen habe, Krafttraining dazu zu nehmen, weil am Anfang habe ich nur Cardio gemacht. Cardio ist natürlich super toll, wenn ihr Fett verlieren wollt. Ja, da habe ich ganz einfach im Jahr 2020, also vor 4 Jahren, habe ich angefangen, Sport zu treiben. Wie ich gesehen habe, dass der Körper sich verändert hat, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, die Ernährung umzustellen. Ihr müsst euch da vorstellen, Diäten an sich funktionieren nicht. Ja? Und vor allem kein Hungern funktioniert. Ja? Das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, um das alles zu begreifen. Aber ich habe es begriffen. Wenn ihr einfach begreift, dass euer Körper das Wichtigste und eure Gesundheit das Wichtigste ist, was ihr habt. Jetzt muss ich mir ein bisschen konzentrieren, aber ich habe hier gute Schuhe. Ah, ja, solche brauchst du hier. Ihr müsst euch einfach im Klaren sein, dass euer Körper das Wichtigste ist oder eure Gesundheit das Wichtigste ist, was ihr habt. Ihr dürft nicht hungern, ihr dürft keine Diäten machen. Das alles funktioniert nicht. Nur eine dauerhafte Ernährungsumstellung hilft beim Abnehmen. Ich halte mein Gewicht seit dem September 23, also immer 1 Kilo rauf, 1 Kilo runter, das ist normal, weil der Wassergehalt im Körper sich ja auch ständig verändert oder wenn ich zu viel Cardio mache, dass die Muskeln einfach Wasser binden, das ist normal, dann hat man halt, ja. Ihr müsst einfach lernen, sich gesund zu ernähren. Ich weiß, viele sagen, ja, das ist aber langweilig, so Gemüse und Obst zu essen. Ich will Pizza haben, ich will Burger haben. Bei mir gibt es diesen Gedanken gar nicht mehr. Wozu soll ich einen Burger oder Pizza essen? Wozu denn? Ne? Es ist für mich einfach nicht in, also, wie soll ich das sagen? Wenn ich dran denke, nur als Relation, ja, eine Pizza, eine ganze Pizza hat 1000 Kalorien. Also jeder, der trainiert und weiß, dass man nach einer Stunde, keine Ahnung, hier Rudergerät 350 Kalorien verbrennt und dabei schwitzt du wie ein Verrückter, ja. 1000 Kalorien, für was denn? Für was soll ich 1000 Kalorien eine Pizza essen, ja? Wenn ich 1000 Kalorien, keine Ahnung, 5 Kilo Brokkoli essen kann oder sowas, was natürlich auch meinem Körper gewisse Nährstoffe gibt. Was gibt mir Pizza? Nichts. Nur Fett und Zucker und ja, Salz. Salz ist auf alle Fälle drinnen, ganz viel Salz, ja. Dann habe ich auch verzichte ich auf Zucker, raffinierten Zucker. Mein Körper kriegt schon Zucker, aber durch die Früchte, also Fruchtzucker. Und ja, ich sag ja, ich behaupte ja nicht, dass meine Ernährungsweise die richtige ist, die beste ist. Aber für mich persönlich ist es die beste Ernährungsweise. Ich kann mir keine andere bessere vorstellen. Ich koche jeden Tag für mich frisch. Natürlich ist es eine Überwindung, jeden Tag frisch zu kochen. Aber die Zeit nehme ich mir. Und wenn ich mir eine Gemüsepfanne mache mit Tofu oder mit Fisch, ich esse Fisch, ja, also ich bin Pesco-Vegetarier, ich esse Fisch. Und ich esse auch Eier und Käse. Zwar trinke ich keine Milch, aber Käse esse ich. Ja. Komm, Mausi, komm. Komm, Bella. Komm, Mausi. Komm.
komm, komm. Komm, komm. Wenn ich Lust auf was Süßes habe, weil das natürlich ab und zu mal vorkommt, dann mache ich mir jeden Sonntag meine Haferflocken-Muffins. Die sind ohne Zucker, aber dafür mit Süße von Bananen. Und ich koche mir dazu auch ein Apfelkompott. Und dementsprechend ist es natürlich auch dann süß. Und das verbinde ich noch mit Topfen und Nüssen. Das heißt, ich habe sehr gute Kohlenhydrate, ich habe Proteine, ich habe gute Fette. Ja? Man muss einfach begreifen, alles, was man ihm gibt, tut der Körper einfach verwerten. Ja? Entweder, das ist wie bei einem Auto. Man will ja, oder bei einer Blume, oder wie soll ich das finden? Ist egal halt. Ihr müsst darauf achten, dass euer Körper nur das Beste bekommt, was er bekommen kann. Ja? Und bei mir zum Beispiel besteht ein Frühstück aus Haferflocken. Jeden Tag Haferflocken, ja, mache ich auch nicht, weil irgendwann gingen die aus dem Hals raus. Aber dann gibt's Dinkelflocken, und dann gibt's Haferkleieflakes, und dann gibt's halt Hirseflocken, einfach variieren, ja. Haferflocken mit 200 ml Mandelmilch, danach haue ich mir noch ein Skier rein für Proteine, frische Beeren und Nüsse, und ihr habt das beste Frühstück auf der ganzen Welt, und es schmeckt auch noch saugut. Ja, ich weiß nicht, ist Februar oder ist April? Voll schön. So, jetzt gehen wir mal ins Bergelände rauf. Ach, Mausi. Bella, da ist ein Mausi vorbeigelaufen. Komm. Wir schaffen das. Haben wir schon vieles geschafft, wir beiden. Oh je. Wunderschön. Ist das nicht wunderschön, herrlich. Herrlich, bist du gescheit. So herrlich, ja. Ja, und wie schon gesagt, also zum Frühstück, meistens frühstücke ich Haferflocken. Einmal in der Woche, und das ist meistens am Sonntag, frühstücke ich 2 Spiegeleier. Und ja, zum Mittag meistens sehr viel Gemüse mit irgendeiner Fisch oder Bohnen. Ich brauche halt Proteinquelle dazu immer. Proteine sind für mich sehr wichtig, weil ich Muskelaufbau betreibe, und deswegen brauche ich meine Proteine, mit denen ich halt was alles abdecken kann. Ja, und zum Abendessen meistens nach dem Training. Wenn ich meine Proteine abdecke untertags, dann brauche ich keinen Proteinshake. Wozu denn? Dann esse ich halt nach dem Training, weil nämlich die Kohlenhydratspeicher leer sind in Muskeln, dann brauche ich halt entweder Banane oder Apfel, wenn ich nicht so großen Hunger habe, oder Cornflakes mit Mandelmilch und mit Beeren drinnen. Halt, oder Skier mit Apfel oder Banane, irgend sowas halt, dass die Kohlenhydrate auch wieder drin sind.
ganz wichtig für mich ist es, dass ich erst dann esse, wenn ich ein Hungergefühl habe. Das heißt, ich esse nicht, wenn der Körper das nicht möchte. Ich snacke nicht irgendwo dazwischen. Und mit den Haferflocken in der Früh, wenn ich um 5:30, weil ich frühstücke um 5:30, schaffe ich es, fünf Stunden, 4,5 Stunden satt zu sein. Das heißt, ich brauche erst dann einen kleinen Snack um 9:30, 10 Uhr und dann esse ich halt meistens ein Stück Obst, entweder eine Grapefruit oder Orange oder Apfel oder was halt anderes und dazu einen Proteinriegel. So habe ich mir das schon angewöhnt und das mache ich. So, zu meinem Sportprogramm. Ich trainiere 5-mal die Woche. Meistens ist es so, dass ich Cardiosport 3-mal die Woche mache und 2-mal die Woche mache ich, genau, 3-mal die Woche mache ich Cardiosport und 2-mal die Woche mache ich Krafttraining. Natürlich mit vorher Aufwärmen. Ich bin der Meinung, dass Krafttraining sehr wichtig ist, aber Cardio ist auch sehr wichtig, weil es gibt so viele Bodybuilder da draußen, die sind so aufgepumpt und sie haben keine Ausdauer. Dann habe ich mich auch entschieden, auf Zucker zu verzichten. Schätzt sie das? Oh mein Gott, ist das wunderschön, ein Reh. Hallo Mausi. Bella, hör auf. Lass sie nur. Bella, lass sie. Bella, du bist so eine Gorsticke. So, jetzt ist weg. So, das sieht man bei uns nur. Einfach ein Reh da vorne. Ja. So. Ja, auf Zucker zu verzichten, fiel mir tatsächlich leicht. Das heißt, ich habe mich auch sehr intensiv damit beschäftigt, wo überall Zucker drinnen ist. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 25 Gramm Zucker am Tag zu essen. Ja? Wenn ihr aber euch ein zum Beispiel Fruchtjoghurt, ein Erdbeerjoghurt kauft und ich muss feststellen, dass pro 100 Gramm 11 Gramm Zucker drinnen sind, das heißt aber ein Joghurt hat 200 Gramm, das heißt ihr isst eigentlich schon die komplette Ration, diese 25 Gramm, 22 Gramm Zucker isst ihr nur alleine mit diesem Joghurt. Ja? Und sehr viel Zucker ist auch natürlich auch in diesen ganzen Softdrinks. Für mich gibt es kein Fanta oder kein Sprite oder irgendwas. Ich trinke nur Wasser. Ich trinke den ganzen Tag nur Wasser oder Mineralwasser. Mehr trinke ich nicht. So, und hiermit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ein bisschen erzählt, was ich so mache, was ich so tue, was meine Hobbys sind, wie ich meine Zeit vertreibe. Und ein bisschen von der Gegend gezeigt. Schöne Aussicht aus der Neusiedlersee. Wunderschönes Wetter. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt drinnen wäre oder sowas auf der Couch und mir einen Film anschaue. Nein. Auf alle Fälle, ja, möchte ich mich bei euch bedanken. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, das nächste wird auf alle Fälle eine Fahrradtour werden, weil ich weiß, wie ihr die Fahrradtouren mögt. Und für mich ist es auf alle Fälle spannender, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein als zu Fuß. Und ja, dann lasst ein Like da, ein Abonnement und wir sehen uns die Tage. Macht's gut, tschüss!